Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metal Gear 2 und ich zeige euch mal was. Ein Geräusch! Was ist das? Ihr könnt also tatsächlich auch Geräusche machen. Und die reagieren auf Geräusche. Und ich kann auch sagen, es gibt Stellen, da werdet ihr lachen, da reagieren die Wachen auch wirklich auf Fußspuren. So, jetzt muss ich mich da reinschleichen. Ich habe gerade mal ein bisschen offscreen mal rumprobiert, ob es einen sinnvollen Weg gibt. Ich glaube, der sinnvollste Weg ist wirklich auf ihn zu warten, dass er abgerufen wird. Und wir ihn dann hinterher folgen. So, hier schon mal. Für die Leute, die das immer interessiert, ja, ich weiß ungefähr, was in diesem Titel passiert. Ich kenne eine Menge Passagen, was wie zu tun ist. Aber selbst habe ich diesen Titel nie durchgespielt. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, da kann ein befreundeter LPler, nämlich Alastor LP, mitreden, der das bei einer Retro-Börse nämlich gesehen hat und gesehen hat, was dieses Modul dann eben natürlich in Japanisch mal eben kurz kostet. Und Teil 1 habe ich ja in meinem Archiv, so möchte ich es mal sagen. Teil 2 ist eben, wie schon gesagt, nur in Japanisch. Das ist eine Fanübersetzung. Subsistence ist, werdet ihr sehen, ist ein bisschen anders, ist auch ein bisschen anders übersetzt. Die haben auch natürlich die Charakterbilder rausgenommen, klar, weil Dennis Quaid kriegt nichts dafür, dass Solid Snake aussieht wie Dennis Quaid. Und ich sag schon mal vorweg, wenn ihr... Oh, noch eine Ration. Finde ich gut. So viel war das schon mal erfolgreich. So. Wie komme ich denn da rein? Ach, da gibt es einen Anruf. Das war doof. Nee. Bevor einer fragt, ja, ich operiere mit Safe States. Das hat den Grund, dass es A, einfacher ist, was das Nachbearbeiten angeht. Und ich möchte auch euch ein bisschen auch vom Game zeigen. Ich möchte nicht ewig die eine und die gleiche Stelle zeigen. Das kann ich sagen, das ist dann nicht unterhaltsam. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Geht der jetzt nach oben? Tut er. So, was erzählt denn Mr. Campbell? Schleichen! Vor den ganzen Leuten ist unmöglich. Ja, das haben wir bemerkt. Such dir einen alternativen Weg. Klasse. Wo soll ich den hernehmen? So, ich boxe dich erstmal weg. Ist das da hinten der alternative Weg? Vermutlich, ne? So pfiffig ist die KI ja doch nicht. Na, komm, sagst es, erwischen sie dich. Ja, jetzt überlege ich mal gerade. Muss ich da wirklich... Ich habe gerade beim Testen, ich sag das ja mal gerne, habe ich rausgefunden, also ihr könnt natürlich auch da dementsprechend da hinten hin. Ah! Wir haben den alternativen Weg. Ihr kennt Metal Gear Solid und ihr wisst, was da ein ganz großer Bestandteil ist. Das bekannte Kriechen. Ach, da ist noch ein Transporter. Den werde ich mir gleich mal angucken. Na, komm, Freund. Ich garantiere dir, es wird ja auch nichts passieren. Komm her. Come over here. So. Der gute alte Boxprofi Snake. Schön! Wir haben natürlich, ihr kennt das. Naja, gut. Ration können wir mal lassen. So. Ja, das brauchen wir schon mal die. Ach so, wir haben sogar Munition! Naja, gut, dann lassen wir das erstmal. Weil da ist man noch recht schnell mit dem Verballern. So, ich gehe davon aus, wir müssen da reinschleichen. Damit seht ihr auch, auswendig kenne ich das Spiel sicherlich nicht. Oh, schön so ein Tunnelsystem. Schön. Das sieht nach meiner Meinung gar nicht so schlecht aus für so einen MSX2-Titel. Na, komm, darf ich da nicht rein? Wollte doch mal meinen.
Funktioniert auch nicht unser Radar, wie ihr seht das. Was sagt ihr? Erst nach oben oder erst nach links? Na komm, gehen wir nach oben. Und es wird geladen. Also. Ich bin gespannt, wo wir da landen. Au! Auch die Panzer sehen schön aus. Aber ich will erstmal gucken, wo es da auf der anderen Seite weitergeht. Und ich denke, ihr wollt das auch wissen. Und ja, ich kann sagen, in Sansibar passiert eine Menge. Auch Sachen, die wir gar nicht haben wollen. So. Snake! Ja, will denn der Snake da nicht rein? Nee. Naja, da haben wir schon den ersten Knackpunkt, wo ich sagen würde, ja, das ist nicht so ganz schön gelöst. Ihr habt das gesehen, also ihr müsst also wirklich auf den Pixel genau nach links lenken. Naja. Das ist nicht ganz so schön gelöst. Da ist es schon wieder. Naja. Oh, was liegt da denn? Nehmen wir erstmal mit. Ammo-Pack. Gerne. Ach, da komme ich da oben raus. Auch genial. Schön. Wo sind wir denn? Oh, da wird auch geladen. Kommen wir wahrscheinlich an einer anderen Stelle raus. Die Frage ist nur, wo müssen wir zuerst hin? Dann komme ich daher. Da komme ich da oben hin. Ach, du siehst mich? Achso, Hilfe! Schnell ran da! Snake! 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 Bekannt aus vielen anderen schönen Teilen. Okay, da gehen wir mal nicht lang. Bin ich mal gespannt, ob jetzt der Alarm wieder erlischt. Ach, da ist noch so ein Ammo-Pack. Also, auch das kann ich euch sagen. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Es gibt... In dieser Version sollen Gegenstände nicht respawnen. Ich nehme jetzt einfach nochmal das Ammo-Pack. Kann ja nicht schaden. Ne? Was man hat, hat man. So, ich nehme jetzt mal hier auf der anderen Seite. Boah, das ist hier also... Also diese Kantenglättung, die ist natürlich super gelöst, nämlich überhaupt nicht. Aber sonst, also den Tunnelabschnitt finde ich hier schon mal grafisch mehr als akzeptabel. Und natürlich... Der Soundtrack, brauchen wir nicht drüber reden. Der Soundtrack ist super genial. Dieses Spiel gilt als, ich mache mal hier ein Safe State, gilt als eins der besten Metal Gear Spiele und gilt als eins der besten MSX Games aller Zeiten. Ist ja eigentlich ein MSX 2 Game, aber auch die. So, hier bin ich anscheinend richtiger. So, und dann save ich doch mal. So, dann brauchst du den ganzen Weg nicht kriechen. Denn Snake ist vieles, aber kein Kriecher. Lustiger Karl. Lustiger Karlauer. Und es kommt ein Call. Ein Callauer. Hey, mach doch. Wer bist du denn? Holly. Ich bin Holly. Holly White. Wie gut, dass du keinen Klischeenamen hast, ne? Holly Black würde wahrscheinlich anders aussehen. Mein Gott. Ich habe Sansibarland vor einem Monat als Journalist, als Journalistin, betreten. Ja, betreten ist auch eine tolle Übersetzung, ne? Ich denke, ich kann dir assistieren oder ich kann dir helfen. Meine Frequenz ist 140.15. Wirst du mich anrufen? Auf Wiedersehen! Was ist das denn für ein... Dann rufe ich dich doch mal an, Hase. Das ist Solid Snake. Deine Antwort. Nun ist keine gute Zeit. Entschuldigung. Ruf später nochmal an. Sind die schon verheiratet? Was sind das denn für Diskussionen? Direkt beim ersten Date. Ach nee, heute nicht. So. Das will ich jetzt mal wissen. Ich ärgere dich jetzt mal. Aha. Im Kontrollraum ist eine Karte für die ganze Festung. Ja, für die Anlage eher, ne? Sieh sie dir genau an. Auf Wiedersehen. Mhm. Hast du mir noch was zu sagen? Nö.
was hat Onkel Campbell noch was? Und wer eine gewisse Ähnlichkeit zu Campbell und Rambo, ne? Die ist hier auch absolut beabsichtigt. Ja, ja, das ist, du bist ganz toll. Also, Unsinn. Bräuchte ich nicht anrufen. Ihr kennt das ja vielleicht noch aus Teil 1, aus meinem Metal Gear 1 Let's Play. Ja, mit dem Telefonmann. Hier ist das so ähnlich. So, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen orientieren. Da können wir lang. Können wir dann da rein? Vermutlich nicht. Die haben auch ein bisschen was anders gelöst mit den Kartenschlüsseln. Die gibt's ja auch. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber die haben sie ein bisschen anders, Oh, ihr seht den Raum da hinten. Der ist ja nur bewacht. Da stehen sie ja gleich alle. Naja, immerhin ist der Abschnitt schon mal ein bisschen so, wo man sagen kann, da kann man sich schon mal ein bisschen wieder orientieren. Hm. So, wirklich den Durchblick, da müssen wir hin. Na, komm's runter. Das finde ich nett von dir. Braucht das eine Karte? Oder ist das ein Lift? Tja. Das scheint nicht so zu funktionieren, also... Vielleicht ist das doch einfach nur ein Grafikfeature. Müsst du da stehen? Oder bewegst du dich? Natürlich bewegt er sich. Ja, jetzt kommen sie wieder alle. Aber Snake, der Einzelkämpfer, der lässt sich davon nicht unterkriegen. Der würde selbst über die Leute von Call of Duty lachen. Snake ist viel gefährlicher. So. Da ist ein Geräusch. Der steht ja auch mitten auf der Plattform. Na, ich guck nicht hoch. Steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Keiner hier. Pfiffig. Genau. Keiner hier, ich guck mal auf die Plattform, aber vorher sage ich erstmal den Alarm ab. Ja. Deswegen sind Einzelkämpfer so erfolgreich. Benutzen sie nicht immer die 400-Euro-Kräfte. Ja, ja, schön. Ach, da sind auch die ersten Kameras. Ja, ist gut jetzt. Wo muss ich denn hier hin? Wenn ich irgendwie mal wüsste... So, komm, um den Panzer herum. Das ist so ähnlich wie Reise nach Jerusalem. Einmal um den Panzer herum. So, wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn hier hin? Kommen wir gar nicht hin. Dann geht's einfach nicht weiter. Okay, dann soll uns das gar nicht interessieren. Die Tür kriegen wir mit Sicherheit nicht auf. Dafür fehlt uns mit Sicherheit eine Karte. Das ist auch schön. Wir klopfen vor seinem Gesicht an eine Tür. Oder, da ist jemand. Ich habe ein Geräusch gehört. Kann es sein... Boah, sag mal. Ja. Ist mal gut. Rotmütze. Sozusagen ein Red Barrett. Wobei sich Konami immer noch für Green Barrett in der MSX-Version bei mir persönlich entschuldigen muss. Wenn einer fragt, ja, ich habe das Menü wirklich. Ja... Und ich weiß, dass es Leute gibt, die wollten das als Let's Play sehen. Und so wie ich mich gerade anstelle, tue ich das wahrscheinlich auch. So, da war ich doch schon. Warum geht's denn hier nirgendwo weiter? Ich dürfte doch auch nicht viel übersehen haben, oder? Ist da noch irgendwo ein Weg? Gibt es. Ihr seht, die Rationen werden hier automatisch genommen. Ah, da wird der Kontrollraum sein. Ha! Salutieren! Ich salutiere auch mit... Ich schweige kurz. Für die Hymne von Sansibar. Schön.
Schöner Song. Schöner Song. Gibt's bestimmt auch irgendwo bei iTunes als Klingelton. So, machen die jetzt da was? Und irgendwie da soll jetzt eine Karte sein? Ein Geräusch! Ich will mal eben einmal noch was wissen. Ich kann ja einmal Blödsinn machen, ne? Gestattet. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Snake! Solid! Sie kennen mich vielleicht. Ich war mal ein Riesenaufsteller in Ihrer Videothek. So. Gibt's denn hier eine Karte? Das sieht mir verflucht nach dem Kontrollraum aus, ne? Ach, jetzt weiß ich, was sie meint. Frauen. Nicht immer logisch. Da ist die Karte. Ihr seht es. Das ist der Aufbau der Station. Okay, haben wir das auch gesehen. Merken wir uns das mal. Und im nächsten Part machen wir von da aus weiter. Das sind also die Türme, die diese Station umgeben. Okay, wissen wir das auch. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und im nächsten Part, kann ich schon mal vorwegnehmen, suchen wir noch mehr sinnlos herum. Nein, wir gehen jetzt langsam dahin, wo es auch ein bisschen storyaktiver wird. Und glaubt mir, dieses Spiel hat eine ganz dichte und tiefe Story. Oh ja. Ihr wisst mit Sicherheit nach diesem Spiel, warum Solid Snake von dem kleinen Rookie in Metal Gear 1 zu diesem Badass wurde, der eigentlich sozusagen allen ins Gesicht spuckt, weil er so extrem cool geworden ist. Ja, das passiert hier. Weil der kleine Snake kriegt hier in diesem Teil viel Spaß. Aber das seht ihr im nächsten Part. Sehen wir uns in Part 3. Ich wünsche euch was. Und wir salutieren noch einmal der Sansibar-Hymne. Ein Riesensong, ein Riesenland. Wenn ihr da hinfahrt, grüßt einfach mal von mir. Ciao mit V.